Geburtstage, Jubiläen, Erfolge oder einfach geselliges Beisammensein. Es gibt viele gute Gründe, um zu feiern. Gerne trinken wir dabei auch ein oder mehrere Gläser Alkohol. Aber auch die schönsten Feste finden irgendwann ein Ende. Damit es am Nachhauseweg kein böses Erwachen gibt, sind für Alkohol am Steuer vernünftige Grenzwerte gesetzlich vorgeschrieben. Die müssen eingehalten werden. Alle kennen die kleinen Geräte zum Testen des Alkoholanteils in der Atemluft. Doch wie genau testen diese Geräte eigentlich? Professor Erwin Rosenberg von der TU Wien ist dieser Frage nachgegangen. Die Freilassinger Firma AC ist an uns herangetreten mit der Bitte, eine Studie durchzuführen, um die Zuverlässigkeit von Alkoholmessgeräten für den privaten Gebrauch zu untersuchen. Es gibt eine große Zahl von solchen Geräten am Markt. Sie sind so groß wie eine Zigarettenschachtel, schauen aus wie ein Handy. Aber die Frage ist, wie zuverlässig sind sie? Denn es geht ja schließlich darum, bin ich noch fahrtüchtig oder nicht? Aus diesem Grund haben wir in den letzten Monaten eine groß angelegte Studie durchgeführt, bei der wir eine große Zahl von Alkoholmessgeräten auf verschiedenen Messprinzipien basierend untersucht haben. Bei dieser Studie wurden Atemalkoholkonzentrationen, wie sie im Realfall auch relevant sind, über einen Simulator erzeugt und in einer großen Zahl von Wiederholmessungen gemessen. Das Ergebnis dieser Studie war, dass wir für einen großen Teil dieser Geräte sehr hohe Zuverlässigkeiten gefunden haben, die vergleichbar sind mit den Polizeimessgeräten, die in Deutschland, aber auch in Österreich für die Vorkontrolle. Der Vorteil dieser Messung liegt natürlich darin, dass sie sehr schnell durchgeführt werden von den Polizisten vor Ort mit minimaler Wartezeit und dass man innerhalb weniger Minuten das Ergebnis hat und weiß, ob man weiterfahren darf oder nicht. Die Präzision und Richtigkeit dieser Messung ist insofern natürlich von zentraler Bedeutung, ob man seinen Führerschein behält oder nicht. Die Gesetzeslage ist ja so, dass bei deutlicher Überschreitung des Alkohollimits am Steuer der Führerschein entzogen werden kann. Für 6 Monate, auch für länger, mit einer entsprechenden Nachschulung und auch psychologischen Untersuchung. In Österreich gibt es seit Anfang 2015 Gespräche, ob es auch zu einer Einführung dieser Alkolog-Geräte kommen soll. Das ist im Grunde genommen eine Wegfahrsperre des Autos, die nur dann überbrückt werden kann, wenn ein Atemtest zeigt, dass man nicht alkoholisiert am Steuer sitzt. Die sicherste Variante im Straßenverkehr ist aber natürlich, das eigene Auto stehen zu lassen, wenn man getrunken hat und stattdessen für den Weg nach Hause entweder ein öffentliches Verkehrsmittel oder vielleicht ein Taxi zu verwenden.